Ja, guten Morgen. Christopher, was hast du da für eine Präsentation? Oh, das Anfang soll das Ende sein. So ist das doch mit der Welt, oder? Da sind wir doch genau am Thema. Ja, und wir, tatsächlich sind wir ja heute am Ende unserer Serie zu den großen Arkana des Tarot und äh, können aber, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dieser Session auch noch einen. Neuanfang verkünden, oder? Ja, denn äh, es gibt ja immer nur ein einen Neuanfang, wenn es ein Ende gibt. Und nach jedem Ende soll ein Neuanfang kommen. Ja, ich ähm, denke mal, was blitzt denn da so? Siehst du das auch in meiner Präsentation? Blitzt sowas auf? Ja, ich hoffe nicht, dass es ein Asteroid ist. <lacht> Nein. <lacht> wir werden mal sehen, was das für eine seltsame Störung ist, die wir da haben. Aber. Mhm. Ähm, ja, die ähm, ich grüße erst einmal auch alle, die sich heute morgen an diesem in münchen sonnigen ähm, sonntag äh, dazu geschaltet haben. Ähm, ich lese hier so ganz unterschiedlich. das wetter scheint ja gemischt zu sein. und ähm, ja, muss man nur gucken. Mhm. martina, erklär mir doch mal bitte, was eine lebenskarte ist. diesen ausdruck kenne ich persönlich noch nicht. aus welchem system kommt das? das würde mich interessieren, aber auf jeden Fall freue ich mich, dass die heute dran ist für dich. Und bevor wir über die Karten reden, wird uns der kluge Christopher natürlich einiges zu der Welt sagen an sich. Du hast ja hier jetzt interessanterweise die Erde aus einer Perspektive aufgenommen, die ja für viele Menschen als die gilt, wie sie tatsächlich aussieht, oder? Na ja gut, ich habe mir wie immer überlegt, was woran denken wir denn, wenn wir das Wort Welt hören? Und das ist natürlich bei der Welt Zeit- und Kulturabhängig natürlich. Und ich mein erster Gedanke war die Welt, und dann denke ich an ja die Welt aus dem Weltall betrachtet, unsere Welt, unsere Erde. Das ist sicherlich eine Assoziation, die man als heutiger Mensch mit der Welt haben kann, wobei ich sagen muss, ein mittelalterlicher Mensch oder ein Mensch der Renaissance hätte dies wahrscheinlich nicht. Also der würde wahrscheinlich bei dem Wort Welt was anderes gehört haben, also oder ein anderes Bild vor seinem inneren Auge hat, haben. Ja, wir müssen uns das wirklich noch mal vergegenwärtigen, dass in der Zeit, als die Tarotkarten entstanden und das ist das äh, frühe bis mittlere 15. Jahrhundert. Ähm, dass die Menschen da wirklich von einer ganz anderen Perspektive ausgingen. Städte waren unendlich weit entfernt voneinander, Reisen war sehr kompliziert, die Welt, das Weltbild war wahnsinnig klein. Man hat halt wirklich nur äh, lokal Dinge mitbekommen, so richtig. Und wenn ein großes Weltereignis war wie eine Katastrophe, dann hat man das erst viele Jahre oft später erfahren. Ja. Ähm, von daher, ja, ist das schon mal ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was wir ähm, als Menschen heutzutage alles als Welt wahrnehmen und äh, wie sehr wir davon auch beeinflusst werden. Also ich denke, ich denke, das hat, wie gesagt, gerade bei dieser Karte ist äh, die, die Welt äh, ein Begriff, der sehr facettenreich ist und Umso interessanter finde ich es, aber Kirsten wird das vielleicht auch widerlegen. Aber mein Eindruck ist, dass die Art und Weise der Darstellung der Welt in den Tarotkarten immer recht ähnlich ist, also immer ein recht ähnliches Motiv aufweist. Also da haben andere Tarotkartenmotive im Laufe der Jahr letzten Jahrzehnte stärkere, ähm, stärkere Modifikationen erfahren und Interpretationen. Ich fand die Welt immer irgendwie, wenn ich, ich habe die immer gleich wiedererkennen können. Ja, ich finde auch, dass die Welt, ähm, ich habe halt heute Morgen auch noch mal drüber nachgedacht, äh, dass die Welt irgendwie eine Karte ist, die nicht so wahnsinnig äh, kreativ dargestellt wird, also uminterpretiert mhm. wird. Am ehesten noch von Crawley, finde ich, und den äh, Decks, die dann darauf bauen, weil sie ja auch wieder so einen Vollkommenheitszustand darstellt mhm. und vollkommene Dinge sind irgendwie auch langweilig <lacht> und <lacht> inspirieren nicht so dazu äh, wie dramatische Dinge. Ähm, in ja, der das ja. Ich meine, wir haben ja jetzt hier, wenn wir jetzt hier unsere Erdkugel anschauen, ja auch was Vollkommenes. Es ist eine Kugel, es ist ein Kreis. Das ist ja immer ein Ausdruck des Vollkommenen. Und übrigens, das Wort perfekt stammt aus dem lateinischen äh, Perfizere und das heißt auch Sterben und Tod sein. Also, insofern alles, was perfekt ist, ähm, ist letztendlich dann auch tot und nach dem vollendeten volle Endung alles ist vollendet was kommt dann das ist eben die große Frage und die werden wir vielleicht auch im Tarot klären ja ich ähm, würde jetzt ungerne gleich in die Interpretation der Karte gehen ja wir schauen ähm, noch aber mal vielleicht darf wieder. ich noch mal mhm. ähm, nein nein mach weiter gut ups <laughs> so ja ich habe natürlich auch entsprechend noch mal die Perspektive gewählt mich hat dieses, ich, ich wollte dieses Bild nehmen. Es ist ein Astronaut, der scheinbar über der Welt tanzt. Das Weltall ist ja auch noch so etwas, was uns mit vielleicht noch einfällt, wenn wir über Welt nachdenken. Weltall ist ja auch ein tolles Wort, eigentlich, habe ich mir überlegt. Ne? Also die. Wir nennen das die Engländer Space? Wie langweilig, einfach der Raum. Aber im Deutschen ist es das Weltall. Also die, die alle Welt. Da, ist, da, steckt, da steckt viel, finde ich, drin, was die Karte Welt umfasst, für mich, in diesem Wort Weltall. Und ähm, gibt es eigentlich in einer anderen Sprache? Wie heißt das in anderen Sprachen? Space. Ich glaube auch irgendwie Spacio im Spanischen. Also da gibt es jetzt nicht so viel Fantasie. Da ist Weltall doch. Nee, nee, ich habe jetzt auch gerade, ich war gerade im Französischen, nee, das ist eigentlich. Ähm, L'espace im äh, Französischen, oder? Ja. ist auch, ja. Aber ja. Der, das ist im Grunde das gleiche wie Raum. Ähm, ja. Aber Weltall hat, hat einen wunderbaren Klang, wie ich finde. Ja, vor allem ist es so diese Öffnung. Ne? Da ist so Und eine Öffnung ist, drin. Und ich finde, das passt wiederum, obwohl natürlich beides, obwohl die Karte Welt natürlich auch was in sich Geschlossenes hat. Ne? Ja, 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 Kosmos sagt Karo, ja. Kosmos, ja. Kosmos. Aber also da also kommt, der, kommt der griechische Aspekt mit rein. Kosmos heißt ja eigentlich auch Ordnung. Ja. Aber das ist wiederum interessant, aber da kommen wir dann später drauf. Merken wir uns mal Kosmos <laughs> im Gegensatz das kommt zu Karo. Aber bei Welt habe ich mir gedacht, denken viel vielleicht auch an, das ist meine Welt oder in meiner Welt höre ich immer wieder sagen, ja für mich in meiner Welt ist das so und so. Also eine sehr interessante Formulierung, die ich immer wieder gerne höre von anderen Leuten, wo ich mir denke, na ja, in welcher Welt lebst du? Das sagen wir ja auch anderen. In Welcher Welt lebst du denn? Also ja, das ist auch gerade ein sehr aktuelles Thema, wenn man das mal so sagen darf. Weltsichten, Ach. die aufeinander prallen. Universum gibt hier noch Green Chakra, auch, ein schöner Begriff, äh, auch sehr ja. schön, ja. Universe ähm, und äh, aber ja, wobei Weltall, Kosmos, Universum nicht unbedingt die Welt ist. Ne? Also die Welt gerade im Tarot beschränkt sich auf das vom Menschen erfassbare, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und das Universum ist zwar Wunderschön, aber definitiv nicht erfassbar für uns. Das äh, kriegen wir, glaube ich, weder geistig, seelisch noch körperlich hin. Wobei, wobei äh, in einigen Dexters ja auch das Universum genannt wird, ne? also die Karte. Genau. Das ist nicht bei Crawley so, der sagt. Der ist das so, ja. Und dann Herzesmensch bringt noch einen interessanten Aspekt rein, im weltlichen, also das Wort weltlich im Gegensatz zu geistig, könnte mhm. man sagen, oder auch spirituell. Die Welt ist auch etwas, in dem wir zu Hause sind. Und die weltlichen Dinge, sagen wir ja, das sind dann so die Dinge, die man so im alltäglichen Erleben erledigen muss. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dieser Ausdruck ja auch eher moderner Natur ist und ob ein Mensch der Renaissance, in der das Tarot entstand oder sich entwickelte, ob der unterweltlich was ähnliches ich kenne nur Begriffe vielleicht wie Mondane, da kommt das auch nochmal her. Eine Frau von Welt, ja. Was ist das? Was für eine Assoziation hast du da, wenn das du hörst? So ein, ein Mann von Welt. Bin ich ein Mann ein von Welt? Mensch. Ein Mensch mit Lebenserfahrung, der sich auch gerne so positioniert und auch irgendwie darstellt. Mondain hat immer auch so eine leichte verruchte Qualität, finde mondän, ich. Mondain, also, ja, es ist mondain. Da kommt das Weltliche dann im Gegensatz zum Spirituellen äh, so durch. Das Weltliche hat auch immer äh, auch ein bisschen was Schmutziges, weil wir ja. natürlich mit, wenn wir in der Welt sind, machen wir Erfahrungen, haben wir Ecken und Kanten. Das ist nichts Reines. Kosmos wiederum, finde ich, wenn wir das dafür nehmen hat was von einer übergeordneten Ordnung. Und im Weltlichen, da sind wir in der Verwirklichung. Und daher auch fand ich dieses Bild auch so treffend. Das ist jeder lebt in seiner Welt. Das ist ja so ein Grundgedankengang des Konstruktivismus, den wir seit ja, 70er, 80er Jahren so als philosophische Richtung immer ernster genommen haben. Und äh, der ihm sagt: Wir leben alle in einer Wirklichkeit, in einer Welt. Und äh, das heißt sozusagen, viele Missverständnisse basieren darauf, dass wir ganz implizit davon ausgehen, dass meine Sicht der Dinge auch die Sicht, die Weltsicht eines anderen ist. Und das stimmt sehr wahrscheinlich nicht. Ja, bei Kosmos fällt mir noch kosmopolitisch ein, mhm. äh, was ja auch so ein Ausdruck ist, äh, wenn man sich gerne als, als Weltenbürger, Weltenbürgerin äh, positionieren möchte. Ne, auch noch ein Wort schön, Weltenbürger. Jemand, der ja, genau. viel durch die Gegend reist, alles gesehen hat, alles kennt, sich überall in der Welt zu Hause fühlt, das sind ja auch noch Sachen, die man damit vielleicht assoziieren könnte. Interessant, also der Weltenbürger, das ist ja auch irgendwie ein Widerspruch, ne? weil du sagst ja, Bürger, das verbindet man vielleicht eher mit Heimat oder mit Zuhause sein, da lebe ich, aber der Weltenbürger, der lebt auf der ganzen Welt. Ja. Das, ist, das ist etwas, finde ich, ein schönes, übrigens auch wiederum, oder Weltenbummler kommt jetzt hier gerade noch rein, das finde ich auch schön, Sogala, mhm. der Weltenbummler. Ähm, zwischen den Welten, wir reden auch von der Anderswelt, ja, unlängst war das ein Thema ja bei uns, also die, die äh, Welten sind immer auch, wie soll man sagen, Erfahrungsräume ähm, unterschiedlicher Qualität und manche Welten bleiben uns verschlossen, wie die Welt... Ja, genau der Verstorbenen zum Beispiel. Ne? Wir kamen ja, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir über Friedhöfe gewandert sind, wir beide, und ähm, uns mit dem Thema der anderen Welt, des Jenseits als einer anderen Welt beschäftigt haben. Und ich habe einen ganz irdischen Schnupfen bekommen. <laughs> Aber nicht von den Münchner Friedhöfen. Oh doch, genau, von den <laughs> das Sag nicht, das Hamburger Wetter würde dich nicht krank machen. Aber, solange es nur ein Schnupfen ist, Kirsten, und ja. <laughs> ist das doch eine schöne Erinnerung, ein Andenken an unsere gemeinsame Zeit hier. <laughs> ja, da musst du jetzt jedes Mal dran denken. Ja, so ist das. Und ähm, bei uns sagt man übrigens so, by the way, ähm, verschnupft sein, auch im Sinne von, man ist so ein bisschen so ange... Sagt man das in, im Norden auch? Ich bin um, verschnupft. Also, ich, ich weiß, was du damit sagen möchtest. Angedingst ist ein schöner Ausdruck dafür. <laughs> ja, ich wollte jetzt nicht ein unanständiges <laughs> weil Wort sagen. Äh, verstimmt vielleicht oder Bestimmt. leicht gekränkt. Leicht gekränkt. Kränk, Krankheit. Wir, wir genau. schweifen ab. Ich ja. habe jetzt hier im Hintergrund eine Landkarte gewählt, weil dann irgendwie auch irgendwann mal begonnen wurde mit der Vermessung der Welt. Also, das heißt, die Welt. Ähm, auch ein, ein Ort, den man bereisen kann ähm, und äh, der sozusagen auch dazu einlädt, Erfahrungen, Erfahrungen zu machen. Also die Weltenbummler, die Weltumsegler, also auch hier Weltumsegler, man umsegelt die Welt. Da haben wir ja auf einmal die Welt nicht mehr nur als irgendein kosmisches Ding, sondern als einen Raum, den man wirklich ähm, bereisen kann und den man dann entsprechend auch kartografieren kann. Und äh, diese Zusammenhänge auch zwischen Himmel und Erde, ist die Welt der Himmel plus Erde, ist es nur der Globus, ist es das Universum, da schwingt ganz, ganz viel mit. Und ich finde, diese Unsicherheit in der Begriffsbedeutung passt, finde ich, zur Welt an sich. Vielleicht sollte man sie gar nicht so sehr definieren, weil sie auch ein Gefühl ist. Also bei mir, wenn ich das Wort Welt höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, da kommen auch, äh, auch gefühlsmäßige Bezüge für mich durch. Ja, also. ja, Welt ist halt immer noch was anderes als Erde, finde mhm. ich. Äh, und wir sitzen ja auf dem Planeten Erde, äh, aber jeder und jede von uns da in tatsächlich ihrer eigenen Welt. Ja. Unglaublich vielschichtig. Ich habe hier noch ein Bild einer etwas älteren Weltkarte mitgebracht, die auch eine stilisierte Welt zeigt. Und zwar seht ihr in der Mitte ja so ein kleines Quadrat, dieses kleine Quadrat soll Jerusalem sein. Und deswegen ist das interessant. Es ist natürlich eine Scheibenwelt. Ja? Und äh, man hat aber die Weltkarten immer von dem Punkt aus gezeichnet, von dem aus man ähm, von dem aus man ja seine Reisen beginnt. Ja? Also nicht der, der Globus an sich als Kugel, sondern in, ist in alle Richtungen gegangen. Und das ist hier, finde ich, ganz interessant. Die ersten Karten waren immer auch Karten einer eigenen Welt, auch wenn es einer Gruppe eines äh, eines einer Stadt war, aber damit konnte man sich offensichtlich gut orientieren. Es ist natürlich auch eine idealisierte Welt. Es gibt auch idealisierte Weltkarten und ähm, ja, aber ich wollte hier mal da vor allen Dingen den Kreis ins Spiel bringen, der offensichtlich mit dem Thema Welt immer wieder in Verbindung gebracht wird. Ja, Kreis rund, die Welt ist eine Scheibe. Ja. ja, auch die, die ganze Perfektion äh, des, des Weltalls, wie man es sich früher vorgestellt hat, ist ja auch nochmal vielleicht kurz zu erwähnen. Nicht nur Jerusalem ist in der Mitte dieses Weltbildes, sondern halt auch die Erde ist in der Mitte dieses Weltbildes. Mhm. Und darum kreisen äh, die uns bekannten Planeten, aber eben auch die Sonne. Und zwar in kreisförmigen äh, Bahnen und äh, man hat sich halt wirklich das alles total perfekt vorgestellt und das fließt glaube ich auch in die Tarotkarte Welt ein die ja in dieser Zeit als das noch nicht so ganz also als es langsam anfing äh, den Menschen bewusst zu werden dass es vielleicht doch anders ist äh, oder wieder bewusst zu werden denn die Griechen glaube ich haben sowas schon geahnt äh, also diese ganze Mentalität fließt da diese Karte mit ein, würde ich sagen. Ja, also gerade die Griechen wussten schon um die Kugelgestalt ähm, der Erde. Also es ist so ein bisschen ein Mythos, äh, wenn man immer wieder behauptet, äh, die man hätte äh, früher immer geglaubt, die Erde wäre eine Scheibe das stimmt so nicht. Also es gibt immer wieder Phasen, es gab vielleicht vereinzelt Phasen. Es war eher dann, glaube ich, ein Rückschritt im Mittelalter, vor allen Dingen in klerikalen Kreisen, die von einer Scheibenwelt ausgingen. Wobei die Scheibenerde ja auch wieder ähm, Konjunktur hatte, ist noch gar nicht so lange her. Da gab es dann immer wieder Diskussionen, ist die Erde vielleicht doch eine Scheibe? <laughs> ich weiß ich nicht, wer das verfolgt hat. angeregt mit deiner discworld <lacht> <lacht> Ja, ich, äh, ist vielleicht ein ganz, guter, ein ganz gutes Stichwort für das nächste Bild. Und zwar habe ich hier mitgebracht ähm, die, ja, ein Bild, das zwar jetzt erstmal in einem Kreis ist, aber das ist gar nicht das Vorrangige, sondern was wir hier sehen, da müsst ihr vielleicht ein bisschen genauer an den Bildschirm kommen. Da seht ihr nämlich ähm, äh, Männer in lustigen Kostümen und mit Musikinstrumenten, die tanzen in äh, Verrenkungen um eine Frau herum und diese Frau, die dort in der Mitte steht, die da eher so Status steht, das ist die Frauwelt, wie wir sie, ähm, wie wir sie äh, in, äh, auch im Mittelalter als Darstellung kennen. Die Frau Welt, ähm, ich habe jetzt normalerweise ein Bild vergessen einzufügen, deswegen muss ich es beschreiben. Die Frau Welt findet sich immer wieder auch mal in Darstellungen der christlichen Ikonographie. Auf der Vorderseite ist sie wunderschön und dann sieht man häufig, wie die Menschen sie anbeten. Äh, aber dann auf der Rückseite, wenn es so eine Statue ist, ich glaube am Wormser Dom ist da so eine Darstellung, die recht berühmt ist, da sieht man, dass sie völlig zerfressen ist von Kröten und Lurchen und, und anderem Getier. Hier und eigentlich völlig äh, hässlich ist und da haben wir dieses Thema Weltlichkeit ja also das heißt findet sich häufig an Portalen dann zu einer Kirche wenn ich also die die Welt verlasse dann und in die kirche gehe dann wende ich mich natürlich auch ab von den verlockungen der welt die mich nur äh, die mich nur täuschen denn das was ich als schön und ähm, wertvoll empfinde in der welt das ist in wirklichkeit alles nur blendwerk wahrscheinlich des teufels und diese Frau Welt wiederum, die in der christlichen Ikonografie sehr negativ konnotiert ist, die taucht in dem, was ihr hier seht, als sehr positiv konnotiert auf, obwohl es die gleiche Zeit ist, etwa. Also das heißt, diese negative Darstellung der Frau Welt ist eher eine christliche Geschichte, während in manchen Traditionen, die vermutlich auf vielleicht ähm, auch vorchristliche Traditionen zurückgehen, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Zum Beispiel in der Karnevalszeit und aus so einer Zeit stammt dieses Bild, wo die Welt Kopf steht. Da haben wir schon wieder die Welt, wo das Obere zu Unters gekehrt wird. Das sind natürlich auch die, die Werte andere, also die ethischen Werte. Und so ist hier die Frau Welt eine sehr schöne Frau. Und zwar durchwegs schöne Frau. Sie wird auch als Frau Venus bezeichnet. Also da kommt dann die Venus ins Spiel dann da ahnt man schon, warum die Kirche nicht so glücklich war mit solchem Treiben. Aber sie konnte nicht viel dazu tun. Und die Moriskentänzer, die ihr hier seht, so nennt man sie, das ist eine Tradition, die wahrscheinlich aus Spanien kommt. Daher der Heilige Name Morisco, Moriscos, die Maurin, da steckt dahinter eine Tanzform, da tanzte man zu Musik im Dreivierteltakt. Ich verwende das deshalb, weil man im äh, Mittelalter noch glaubte, dass er Dreivierteltakt des Teufels ist. Also alle, die gerne Walzer tanzen, sollten sich dessen bewusst sein, dass das im Grunde genommen. Ähm, ja, aber warum ist er Dreivierteltakt des Teufels? Ich weiß nicht, wer von euch Walzer tanzt. Kirsten, tanzt du Walzer? Ich tanze gar nicht. Du tanzt gar nicht, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Hätte in dir eine Frau von Welt gesehen, die gerne mal auf einen Ball geht. Das ist lange, lange her. Aber du kannst es. Also hm? ich kann, also ich habe sehr lange Ballett getanzt, wie Aha. du ja weißt, bin ich eine Ballettinteressierte Frau. Aber ich habe niemals eine Tanzschule besucht. Nein. Also du bist zumindest Tanzaffin. Ähm, jetzt mal so mal nur am Rande gefragt, Kirsten. Es fällt mir jetzt gerade ein. Vielleicht kannst du eine Antwort darauf geben. Gibt es im Ballett auch Dreivierteltakt manchmal? Ja, klar, es wird ja auch viel Walzer im Ballett getanzt. Es gibt zum Beispiel in jedem Tschaikowski-Ballett einen ganz berühmten Walzer, den du garantiert auch kennst, auch wenn du dich dieser hohen Kunst, dieser höchsten Kunst, <laughs> möchte man sagen, <laughs> verweigerst. Wir sind ja beim Thema Ballett gar nicht so weit entfernt übrigens von deiner Karte. Ne? Also, ganz ich meine, genau. das Tanzen und mhm. so weiter. Und ich habe sofort, als du mir sagtest, in jedem Ballett gibt es, habe ich sofort eine Melodie im Kopf gehabt und die stammt tatsächlich von Tschaikowski. Yes. Ich weiß nur nicht, wie sie heißt. Es gibt den Schneeflockenwalzer im Nussknacker, es gibt im Dornröschen den äh, Walzer, bevor Dornröschen auftritt, den Blumenwalzer. Und dann gibt es noch im Schwanensee auch diverse Walzer. Egal. Man, sagt ja, man sagt ja, dass der Dreivierteltakt etwas berauscht macht. Also dass da so ein, also diese sich im Dreivierteltakt zu bewegen und dass deswegen äh, der der, äh, also dass das ist so ein Rauschzustand, eine Trance eher äh, induziert, während ja so Zweiviertel- und Viervierteltakte, Zweivierteltakt natürlich Marsch, ne, da ist immer Gleichschritt, und äh, der Viervierteltakt ist eher so für die höfischen Tänze vorbehalten gewesen. Ähm, während also die Sechs-Achtel- oder Dreivierteltakte takte dann eher so, die, die, die machen so beschwingt, die laden auch einem Kreis zu Tanz, ne? Also da seht ihr schon, da kommt schon Bewegung ins Spiel hier, oder? Also, ich hoffe, ihr hört jetzt alle einen Walzer in eurem Kopf, ja? <laughs> Und ob ich hoffe das so nicht, weil dann müsst ihr euch über euren Verstand ein bisschen Gedanken machen. <laughs> Also ich höre jetzt einen Walzer im Kopf. Ja. Also den muss ich jetzt wieder loswerden, denn es soll ja auch weitergehen. Aber ja. das ist das ist sozusagen die Musik zu diesem Bild, das müsst ihr euch vorstellen und die tanzen nun alle diese Morisken um diese Frau Welt herum und versuchen sie zu beeindrucken durch besonders ähm, akrobatische Sprünge. Hier in München haben die Morisken natürlich eine besondere Bedeutung, denn es gibt die berühmten Morisken Tänzer von Erasmus Grasser, die im alten Rathaus dort als Replik ähm, unter einem sternenhimmel also das alte rathaus der tanzsaal des alten rathauses hat einen sternenhimmel und äh, mit sonne und mond und ähm, am rand sehen wir zehn moriskentänzer die sozusagen unter dem Sternenhimmel tanzen und sich eben in verrückten Posen drehen. Leider fehlt die Figur der Frau Welt, die ist irgendwie verloren gegangen oder vielleicht gab es sie auch nie, da streiten sich die Gelehrten. Aber sie tanzen offensichtlich um die Welt herum und das fand ich wiederum sehr, sehr schön. Und ich habe ja ein Gedicht mitgebracht, Kirsten, das ich gern zum Besten geben möchte, und zwar von Konrad Zeltis, ein Humanist ähm, aus, der, äh, aus, der, aus der Zeit des 15. Jahrhunderts, also auch einer Zeit, in der die Tarotkarten so sich entwickelten und entstanden. Und deswegen ist meine Vermutung, dass diese Darstellung der Frau Welt durchaus auch beeinflusst gewesen ist von solchen. Und äh, dieses Gedicht in der Übertragung ist ursprünglich auf Lateinisch. So wie Morisken springen um das schöne Weib und mit verschiedenen Gesten die Körper bewegen und allen gewährt Gunst die würdevolle Schöne und in der Musik die eigenen Glieder nicht rührend, ruhig verharrend, so springen die Sterne um die Erde. Also da ist der kosmische Bezug zwischen Moriskentänzer schön erklärt. Ja, also ein Tanzspiel, das auch eine kosmologische Dimension hat, kurz noch zu Ende erzählt, ähm, die Frau Welt hat auf einen Apfel in der Hand. Und das erinnerte mich an dieses Bild. Das ist natürlich eine Venusgestalt. Äh, Frau Venus hat einen Apfel in der Hand und äh, der Sieger, der die schönsten, akrobatischsten und höchsten Sprünge vollzieht, der wird dann von Frau Welt oder Frau Venus mit einem Apfel oder auch manchmal einem Ring bedacht. Würdest du sagen, dass Frau Welt dann auch äh, was mit der Erdgöttin zu tun hat, also mit Gaia oder die Große Mutter? Also rein intuitiv und spontan, nein. Ich, ich, ich sehe eher tatsächlich, aber gut, das ist jetzt auch meine Prägung, weil ich das schon so früh assoziiert habe mit der Venus. Und ich würde die Venus nicht unbedingt als eine Gaia-Figur bezeichnen, obwohl sie himmlischen Ursprungs ist. Sie ist ja quasi ähm, ein, sie entspringt ja Uranus, respektive seinem Glied. Aber es ist... Da ist äh, Gaia, es ist eher so ein, ein Aspekt, der ja im pelasgischen Schöpfungsmythos oder auch im Orphischen haben wir sowas, dass die Liebe am Anfang steht, Eros, sowas in der Art. Mhm. Und die Sterne tanzen um die Venus oder um die Erde, das ist für mich so der Kosmos eher. Und Gaia ist für mich schon sehr, sehr irdisch. Da denke ich eher an die Herrscherin. Ja, ich frage, ähm, also dieses Bild assoziiert natürlich auch irgendwie Eva, ne? Mhm. Weil ich glaube, dass Eva äh, gerade in Wade Tarot eine Rolle spielt, wenn wir uns die Welt betrachten. Oder auch äh, in dem Deck, was Martina hier zitiert hat, das röhrig deck äh, Da haben wir so eine Lilith-Eva-Komponente, die gerade auch durch Crawley eingeführt wurde, die glaube ich wichtig ist, wenn wir uns mit Üb zur Welt Gedanken machen. Und auch dieses Verruchte, was du angesprochen hast, äh, kommt da irgendwie mit rein. Schauen wir mal, ob wir das nachher noch aufgedröselt bekommen. Äh, Herzensmensch hatte noch was zu dem Begriff Herrschaftszeiten gefragt. Das verstehe ich jetzt nicht. Das scheint was äh, Ur-Südländisches zu sein. <laughs> ja, gut, es ist zumindest bis nach Hessen vorgedrungen, offensichtlich. Mhm. Ähm, Herrschaftszeiten mhm. ist eigentlich ein bayerischer Ausspruch und ähm, ist vermutlich nur so etwas wie ein Ausdruck. Ähm, wenn man, wenn einem eigentlich ein übleres Wort auf den Lippen liegt, ja, so wie verdammt und zugenäht, äh, dann äh, sagt man <laughs> das, dann sagt man Herrschaftszeiten anstatt vielleicht etwas übleres. Und ja. das ist ein, Au ein Ausdruck, ähm, ein Aus ja, ich, ich sehe gerade den kennen, äh, das ist so ein Fluchausdruck. Ja natürlich äh, kenne ich diesen Ausdruck, Leute, Mann. <laughs> Also es ist vielleicht gar nicht so typisch südländisches, also so wie du das jetzt es hier war darstellst. Ein, ein ein Scherz lieber Christopher. Kirsten, du kannst doch nicht angesichts dieser kosmischen Tragweite scherzen. Ja, was bleibt <laughs> uns noch anderes übrig? Ja, da hast du völlig recht. Und wir <laughs> sehen wir sehen hier dieses wunderschöne Bild und ich denke mal, wir gehen einfach eins weiter, denn um die Karte die Welt zu verstehen und jetzt werde ich <laughs> Frauschaftszeiten. Also <lacht> <lacht> Ich möchte ja mal sagen, das Gegenteil von Herr ist Dame, ja. Und ähm, das Gegenteil von herrlich ist so. Und ähm, das überlasse ich dann euch. Von herrlich? Das Gegenteil von herrlich, wenn Herr, das Gegenteil von Herr ist die Dame. Also ist das Gegenteil von herrlich? Herr, äh, verstehe ich nicht. Das ja, das dachte ich, ich mir. Wer von euch versteht das draußen? Ja, ich verstehe das schon, dass das fraulich sein soll. Nein, aber es soll eben nicht fraulich sein. Wenn Herren ja, und Dame das Gegenteil sind, dann ist da herrlich. Nicht? Du bist ganz nah dran vorbei. Ah, okay, ja, ich verstehe. Aber das ist ja. Naja, gut, lassen wir das. Ich könnte auch noch was zur Jungfrau sagen, aber das tut jetzt nicht. Ich uns lieber, was uns da mit, mit diesem interessanten Bild im Hintergrund. Äh, Ganz sagen kurz, ich, Kirsten, wir sind nicht so weit von, entfernt von unserem Thema und der Pascal bringt das jetzt noch ins Spiel. Frau war ursprünglich auch ein besonderer Titel, sonst hieß es Weib. Also wir hätten männlich und weiblich, da kennen wir das noch. Und Frau ist tatsächlich insofern interessant, weil es mit ähm, den germanischen äh, Wörtern zu tun hat, die wir auch kennen. Als bei in den beiden Göttern Freya und Freure oder Freya und Frey, also die beiden heißen nämlich Herr und Herrin, also die Frau ist eigentlich eine Herrin, wobei Herrin ein furchtbares Wort ist. Wieso? Warum? Weil es die Verweiblichung des Herrn ist und damit unterschlagen wird, dass es ursprünglich ein eigenes Wort für Herrin gab, nämlich Frau. Unglaublich kompliziert und wenn wir jetzt dann wieder zu Fräulein wechseln, ähm, Kirsten. Dann sollten wir doch abbiegen und uns wieder dem Bild widmen, das im Hintergrund zu finden ist. Und ähm, ja, was sehen wir da? Wir sehen dort ein Muster aus fünf Kreisen, wie ihr es auch vom Würfel kennt. Es ist ähm, die Würfel 5 und es hat in der Symbolkunde den Namen Quinkungs. Die Astrologen unter euch halten sich jetzt die Uhren zu, denn Quinkungs ist in der Astrologie noch was ganz anderes, nämlich ein bestimmter Aspekt. Ähm, ja, aber diese Form, diese Anordnung, vier Kreise und in der Mitte ein fünfter Kreis, die spielt zum Beispiel in der Gartenbaukunst und überhaupt in der Kunst eine ganz wichtige Rolle. Und die finden wir dann später auch in der Karte die Welt wieder. Nicht nur dort im Übrigen. Äh, Kirsten, du wirst bestimmt noch irgendeine andere Karte, wird dir sofort einfallen. Nicht unbedingt. Ne? Ich, ich, das, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Also sagen wir mal, alle Karten, die sich durch fünf teilen lassen, äh, haben was damit zu tun. Und da haben wir tatsächlich ähm, ein Symbol, das äh, gerade, wie gesagt, in der Gartenbaukunst, in der Renaissance, aber auch im Barock verwendet wurde. Da haben wir die vier Ecken der Welt, könnte man sagen, aber auch die vier Elemente. Und in der Mitte haben wir dann das fünfte Element die sogenannte Quinta Essentia und die Quinta Essentia, die kennen wir aus dem Tarot, die Kirsten hat schon oft drüber gesprochen, es gibt eine eigene Sendung der Mantica zur Quintessenz, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Nicht, verspreche ich zu viel. Er Was hat mal über die Serie? Quintessenz gesprochen und zwar ja, die darüber gesprochen, aber keine Serie gemacht. Aber wir haben über die Quintessenz gesprochen, weil das Motto meines Gatten ja ist, eine Karte hätte auch genügt. Genau. Und diese Quintessenz, die man, dann, das kannst du ja vielleicht nachher erkennen, wie man die Quintessenz in einem Blatt rausfindet. Aber gedanklich ist die, ist steckt in Quintessenz wirklich Quinta Essentia, das fünfte Element. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und damit sind wir zutiefst in der Alchemie gelandet. In der Alchemie geht es ja darum, die vier Elemente so zu arrangieren, Feuer, Wasser, Luft und Erde, dass das fünfte Element erscheinen kann. Und wenn ihr euch das mal wie eine Pyramide von oben vorstellt, dann merkt ihr, das könnte man auch wie eine Pyramide sehen, ne? die quadratische Basis und die Spitze oben, ne? also so, wenn man das von oben ja, betrachtet. Wir ja. haben eine Serie dazu gemacht, wir beide. Zur Quintessenz? Ja, ja. <laughs> Da denke ich nochmal drüber nach. Mhm. Ja, da, ja, natürlich. Wir haben über die Quinta Essentia gesprochen. Jetzt yes. verstehe ich das. Bei den Stadtspürern noch. Da gibt es eine eigene Folge. Die verlinke ja. ich euch. Das ist interessant. <laughs> Quinta Essentia in der Kunst und der Kultur. Verlinke ich euch auf alle Fälle noch. Das ist echt interessant, weil wir da Beispiele aus Hamburg und München finden, wie die Quintessenz mhm. da umgesetzt wird. Ja, gute Idee. Aber wie gesagt, deswegen brauche ich gar nicht so viel zu erzählen, weil das könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Genau, was äh, Charlie. Anspricht mit dem fünften Element im Film, ist es auch immer das, was ich sehr stark in der Karte die Welt sehe. Also, es ist eine äh, gute Assoziation, Charlie. Weiter arbeiten damit. Ich habe einfach nochmal hier den Bezug zur Welt als Globus geschaffen. Wir haben natürlich dieses Thema Quinta Essentia bei einer ganz einfachen, ganz einfachen Windrose, auch Kompassrose genannt. Und äh, da haben wir die vier Himmelsrichtungen. Das ist, spielt ja in ganz, ganz vielen Mythologien eine wichtige Rolle. In der Germanischen gibt es zum Beispiel vier Zwerge, die jeweils einer Himmelsrichtung zugeordnet sind. Und dann entsteht natürlich automatisch ein Mittelpunkt. Wenn ich vier Punkte so anordne, dann habe ich automatisch einen Mittelpunkt. Und äh, so entsteht quasi von selbst, wenn alles in seiner richtigen Ordnung ist, ist dieses fünfte Element. Und im Mittelalter und natürlich auch in der Renaissance, als die Alchemie Hochkonjunktur hatte, hat man natürlich dann auch die vier Elemente damit verbunden. Und das Ganze wieder schön in einem Kreis. Warum wir da, darüber sprechen, weil auf der Tarotkarte die Welt wohl eine Anspielung auf die vier Elemente zu finden ist. Und dann haben wir eben eine, ein fünftes Element in der Mitte. Nämlich in etwa so dargestellt. Das ist ähm, aus irgendeinem Folianten. Ähm, da sehen wir in einer Mandorla sitzend Jesus mit segnender Handgeste. Mandorla nennt man, äh, wenn, äh, nennt man diese, ja, auch Vesica genannt, diese Fischblase, ähm, äh, diese, dieses, ja, wie eine Mandel eben, Mandorla, wie eine Mandelform. Mandelform ich habe es gerade in, in meiner Agora besprochen, es ist mhm. ein mandelförmiger Heiligenschein. So wird es definiert. Ein Mandelförmiger Heiligenschein mhm. und in dem sitzt nun Jesus. Er blickt quasi. Ich ich habe immer so das Gefühl. Es ist es ist. Darf ich das sagen, Kirsten? Es hat ein bisschen was von einer Vulva. Christopher, ich wollte da nicht hingehen, weil ich weiß, du bist da immer sehr schüchtern, wenn es um diese Themen geht. <laughs> Also, jetzt, wenn wir das hier so wissenschaftlich behandeln, geht das schon mal. Ah ja. ähm, Tatsächlich wird ja auch sehr oft Maria in dieser Mandorla dargestellt. Und äh, es ist natürlich eindeutig eine, ähm, eine Darstellung des primären weiblichen Geschlechtsorgans. Und Ach, danke dir, Kirsten, dass du das so vornehm <laughs> ausdrückst. Du bist doch eine Dame von Welt. Ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich werde nicht rot. Ich bin immer rot. Das ist ein Dauerzustand. <laughs> Na ja, in jedem Fall, also ich, also ich, ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist so wie als ob es geöffnet wird und Jesus erscheint. Es hat also etwas von einer Erscheinung, ja, einer Geburt, ja, wenn man es mal so möchte. Und drum <laughs> herum. Ja, Männer ist, stellen sich immer so schön vor, dass da, so also sowas erscheint bei einer Geburt. <laughs> Ich versuche das Ganze, ich versuche das Ganze sehr seriös darzustellen, liebe Kirsten. Es gelingt mir natürlich nicht so gut, wenn ich den Eindruck habe, du amüsierst dich. Aber du sollst dich natürlich amüsieren. Denn drumherum, das ist ja das Wichtige, da sehen wir natürlich auch die vier Evangelisten. Und diese vier Evangelisten, ähm, oben sehen wir Johannes, der Adler, dann sehen wir Matthäus, der dargestellt wird als Engel. Wir sehen den Lukas, der als Stier dargestellt wird, und den Markus, der als Löwe dargestellt wird. Und äh, diese vier, die werden nun auch tatsächlich mit vier Elementen in Verbindung gebracht. Also man könnte sagen, der Stier ist natürlich das Erde-Element, der Löwe das Feuerelement. Dann äh, der Adler ist das Wasserelement. Interessanterweise, da müssen wir kurz drüber nachdenken, warum der Adler ein Wasserelement ist. Das wird uns aber vielleicht, ähm, wenn ihr euch erinnert, an die Crawley-Karte der Tod. Dort finden wir sowohl Adler als auch das eigentliche Pendant, nämlich den Skorpion, auf beiden Karten dargestellt. Der Adler soll, Kirsten korrigiert mich, wenn ich jetzt hier Blödsinn erzähle, eine höhere Form des Skorpiones sein und damit eigentlich auch dem Wasserelement zugeordnet. Und Lukas als Engel dargestellt ist, dem Luftelement, äh, Entschuldigung, Matthäus, dem Luftelement zu. Geordnet. Das geordnet. Wie du schön. Sehr schön gesagt. Ja, ne? so. Ich habe, ich glaube, das war fast auch schon das letzte Bild, das uns jetzt vorbereitet, endlich auf die Tarotkarten zu kommen. Und, ähm, also ich finde das äh, total wichtig, dass wir über diese Sachen reden, weil die Karte Welt ja wirklich eine ist, die ähm, ja, sich schwer erschließt. Ähm, was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat, ist noch der Aspekt der Sophia. Mhm. Äh, denn Sophia wird gerne mit der Weltkarte auch in Verbindung gebracht, also die mhm. übergeordnete Weisheit sozusagen, die wir aber vielleicht in äh, dieser Anspielung auf Christus äh, verkörpert sehen. Ne? Könnte man nochmal drüber nachdenken. Sophia, ähm, ja, die Weisheit, ähm, der ja eine ganze Kirche geweiht ist, die Hagia Sophia in, in Istanbul. Hm, ich. Oder eine ehemalige Kirche, muss man natürlich jetzt sagen, ein ehemaliges Museum, <laughs> was auch immer euch einfällt dazu. Aber Sophia ist die Weisheit und es gibt tatsächlich in der Ostkirche, also in den orthodoxen Kirchen, sehr viel häufiger die Darstellungen der Maria als einer Sophia. Also Maria und Sophia werden oft gleichges gleichgestellt. Ich kenne eine Darstellung in, äh, in Österreich, einer Maria Sophia. Und zwar im Marienheilgarten in ähm, Bayerisch, nicht in Bayerisch, sondern in Gmain. Bayerisch Gmain und dann der österreichische heißt Gmain, in der Nähe des Untersberges. Da kenne ich eine. Und da sehen wir eben vielleicht sogar eine Figur, die, wie sie jetzt in der Mitte der Welt zu sehen ist. Mhm. Genau. Also ähm, die Vulva und um Christus, äh, nein, meinte ich jetzt nicht direkt, Pascal, sondern äh, das quasi dieses übergeordnete Wissen, die, die Christus-Energie vielleicht mit Weisheit in Verbindung gesetzt werden kann. Das mhm. war jetzt äh, eine Idee, aber dieser Aspekt fehlt jetzt hier und äh, ist jetzt auch nicht so, also ist jetzt nicht absolut relevant, bloß wenn ihr über die Welt nachdenkt, könntet ihr auch über Sophia nachdenken. Mhm. Ähm, wir, du hast jetzt ja wieder die beiden Karten, also die, die letzte Karte, über die wir das letzte Mal geredet haben, das Gericht hier und daneben die Welt. Im Gericht habe ich unter anderem euch erzählt, dass hier ein Bewusstsein stattfindet, dass, dass nachdem wir in der Sonne unser persönliches Lebensziel erreicht haben, in uns einen geschlossenen Kreislauf gebildet haben, sozusagen unser Horoskop ausgelebt haben, erwachen wir jetzt zu einem Zustand, in dem wir aus der Maya aussteigen, den Schleier der Matrix lüften und erkennen, womit mhm. wir verbunden sind, sozusagen. Und dann äh, ist es nicht mehr, dauert es nicht mehr lange, dass wir auch merken, und jetzt müssen wir uns aus diesem Irdischen hinausbegeben in einen Zustand, der ähm, der Auflösung entspricht, damit wir wieder neu. Äh, Inkarnieren können. Mhm. Passt ja ganz gut zu Totensonntag. Ähm, <laughs> äh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu schwammig ausgedrückt und ihr ähm, versteht, was ich meine. Also, die Welt symbolisiert quasi einen Zustand, in dem ich weiß, das Spiel ist jetzt aus für mich hier oder wenn wir Tarotkarten legen, das Thema, dem <laughs> Thema entsprechend. Und ich habe jetzt einen Moment, wo ich feiern kann. Also, die Welt ist immer eine Feier, aber dann wird sich das auch auflösen. Mhm. Und äh, von daher ist die Welt eigentlich ähnlich wie der Tod. Mhm. Allerdings trauern wir beim Tod, weil mhm. etwas vorbei ist. Und bei der Welt feiern wir, dass wir es erreicht haben. Mhm. Und. Äh, ich bin ja schon etwas älter, deswegen ist das auch immer meine goya party karte äh, nicht Goya. Ähm, doch, Goa. Nicht Goya. Goa. <laughs> goya. Goya-Party <Goja> <laughs> fand ich jetzt auch interessant. Das sieht <laughs> ja. vielleicht ein bisschen düster aus. Ich bin halt jetzt schon zu alt, um noch auf Goa-Partys zu gehen, deswegen <laughs> bin ich mehr an Goya. <laughs> Aber. <laughs> genau. Aber Goya ist ein gutes Stichwort, denn er hat ja ein schreckliches Bild gemalt, mhm. ähm, äh, das Uranus beschreibt, glaube ich, nicht Saturn. Aber ähm, die Welt ist astrologisch dem Saturn zugeordnet. Mhm. Stimmt. Und zeigt halt auch nochmal, dass wir hier zu einem Abschluss kommen. Äh, das erstaunt manche Leute, dass Saturn mit dieser Karte verbunden ist. Um, da musst du jetzt nicht weggehen, nur weil ich von Saturn rede. Also, <laughs> gut, werden doch zeigen, von welchem Gemälde äh, du sprichst, gut. weil ich habe das natürlich an der Wand hängen. Mhm, genau. Das passt, dass du das an der Wand hängen hast. Ähm, ja, sehr schön. Schönes Bild, genau. Und äh, das ist natürlich ein bisschen äh, anders als das, was wir jetzt hier sehen. <laughs> Aber Saturn weiß zum einen darauf hin dass wir jetzt am ende äh, des, äh, der großen arkana sind auf der anderen seite geht es ja auch in den kleinen arkana ähm, da ist die letzte karte die zehn der münzen darum dass wir von äh, einem zustand der was mit einem geistig seelischen prinzip zu tun hat das noch so mhm. durch den kosmos schwebt immer mehr in die materialisierung gehen. Und wenn wir in der Welt angekommen sind, in den großen Arkana, wir sind gestartet mit dem Narren, mit dem Magier, mit der Hohepriesterin, alles astrale Karten, äh, sind wir wirklich am Ende unserer Geschichte angekommen, können zurückblicken auf das, was wir erreicht haben und dann aber auch sagen, okay, loslassen. Von daher ist die Karte, die Welt, wenn wir sie am Ende einer Kartenauslage haben, immer auch, äh, sag, heißt es ja, guter Abschluss, happy end. Aber mhm. auch sehr oft äh, heißt es dann und danach, hört es auf. Mhm. Also wir sehen hier ja auch auf der Karte eine starke Parallele zum Rat des Schicksals. Ähm, wir haben die vier Elemente, die du schon beschrieben hast, dargestellt durch die vier Symbole äh, der, der fixen astrologischen Zeichen. Die sehen wir auch auf der Karte Rat des Schicksals. Und bei beiden Karten geht es darum, dass wir... Äh, damit klarkommen müssen, dass sich die Dinge jetzt wieder verändern. Mhm. Bei dem Rat ist es noch sehr abstrakt und hier haben wir die Veränderung mitgestaltet, sie lebt. Mhm. Das ist das eine, was ich denke. Ich habe hier, hab hier noch ein paar ähm, Anmerkungen, vielleicht kannst du die noch einbauen. Ähm, ja. Ambaris zum Beispiel fragt, heißt es, das, dass man dann etwas vollendet hat, wenn die Karte ja. auftaucht? Genau. Ja. Mhm. Pascal, vergleicht das mit dem Richtfest? Nee, Richtfest ist, heißt ja, dass noch weitergebaut wird, oder? Mhm. Ja, es ist sozusagen, das Dach ist errichtet und dann geht es ins Detail. Ähm. Ja, könnte man, ja, bin ich nicht ganz glücklich. Also für mich ist es wirklich Ende. Also Absolut. eigentlich schon Schlüsselübergabe, ne? Also das Haus ja. steht fertig da. Hier sind die Schlüssel. Jetzt schau zu, was du mit dem Haus anfängst. Vielleicht ist es eher, wenn man in der Metapher eines Hausbaus äh, vielleicht eher, dass man sagt, es ist alles fertig und jetzt geht eigentlich ein neues Kapitel los. Du hast das ja. Haus gebaut und jetzt gehst du ins Haus rein und musst es mit Leben füllen oder wie auch immer. Ja, 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 genau. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen, habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ähm, genau, was, was auch noch wichtig ist an dieser Karte ist, wir haben ja eben auch diese Mandorla dort mhm. abgebildet, die auch noch so ein ähm, Unendlichkeitszeichen hat oben. Auf jeden Fall oben wird sie meistens als so eine mhm. Unendlichkeitsacht dargestellt. Ähm, und die Frau in der Mitte, ich habe schon gesagt, das kann eine Sophia sein, das kann natürlich auch die Frau Welt sein, die du uns vorgestellt hast, ähm, wird. So dargestellt, dass man sich nicht ganz sicher sein kann, ob es nicht ein Hermaphrodit ist. Also mhm. sowohl männliche als auch weibliche ähm, Komponenten hat. Und das, glaube ich, ist definitiv auch eine Nachricht dieser Karte. Wir erleben ja sonst auf den Karten der großen Arkana immer Mann und Frau, die irgendwie im Dialog sind. Jetzt hier auch auf dem Gericht sind ja Männer und Frauen abgebildet. Aber am Ende sind sie halt zusammengewachsen zu einer Person und ich glaube das ist auch ein anliegen der tarotkarten. Mhm. das habe ich auch schon mehrfach gesagt am anfang gerade bis zum turm ist es sehr stark durch männliche qualitäten äh, definiert. also was wir im althergebrachten als männlich definieren würden mhm. und übernimmt dann äh, spätestens ab dem stern äh, haben wir so eine weiblichere Komponente und äh, bitte nehmt mich jetzt hier nicht krumm. Ich rede jetzt aus der Perspektive heraus, wie man das im 15. 16. Jahrhundert gedacht hat mit männlich mhm. und weiblich. Also wir haben eine, eine starke Aktion in die Welt gehen aktiv sein wie der Wagen der Herrscher und so weiter als Komponente und es nimmt immer mehr ab diese Energie, ihre gehängter da und dann erstarkt so eine Qualität der Seele, Sternen, im Mond, die mehr mit weiblichen Energien früher in Verbindung mhm. gebracht wurde. Naja, nee, wir könnten vielleicht, wenn wir heute ähm, weiblich sagen, könnten wir sagen: ähm, wie, würdest du, wie würdest du weiblich beschreiben? Was sind so die Hauptmerkmale des Weiblichen für dich, Kirsten? Empfangend, aufnehmend? Ja, also, ähm, in Falle hingebend. des Tarots äh, würde ich sagen, also zum einen, gerade so wie es Wade äh, oder auch Crawley gedeutet hat, geht es darum, der Rolle, der, der, der dieses New, The New Woman hervorzubringen. Mhm. Also Golden Dawn, äh, die Vereinigungen, der Crawley und äh, Wade ja auch waren, unter anderem, haben sich ja zum Ziel gesetzt, die, der Frauen stärkeren Raum zu geben. Mhm. Also diese Frauenbewegung, die ist ja nicht jetzt äh, erfunden worden, sondern die gab es ja schon viel, viel früher. Und gerade auch im Golden Dawn wurde sie sehr geprägt. Viele Frauen hatten da sehr großen Einfluss in der Bewegung. Ähm, zum Beispiel die Frau von Martha, ne? ähm, Moina Martha, war ja die zentrale mhm. Figur, die die ganzen Rituale gechannelt hat. Und äh, das spielt in diese Karten hinein. Genau, ja, äh, ich meine, ich, alleine, alleine die... Ähm ich nehme an, Frieda Harris war sicherlich auch Mitglied, oder? Äh, nee, die war nicht im Golden Dawn. Ah, ja. mhm. äh, aber ähm, die war in den Orden von Crawley dann später. Ach, Im Auto Templi. Genau. Orientis. genau aber ich, äh, Florence Farr war da drin, die äh, Annie Horniman und äh, wirklich ganz viele, also, Genau, also die haben das ganz stark geprägt und. Äh, Damals hat, haben auch gerade die Männer wie Yates oder so versucht, ähm, der Frau mehr Raum zu geben. Das war ja vor dem Ersten Weltkrieg auch eine große Bewegung. Pamela Coleman-Smith war in der Suffragettenbewegung. Mhm. Ähm, aber äh, es lief dann halt einiges schief und dadurch äh, sind bestimmte Dinge nicht entstanden. Und ich glaube, dass in diesen Tarotkarten, interpretiert von Wade und Crawley, Ansätze für diese Befreiung des Weiblichen zu sehen ist, nicht um. Feminismus nach vorne zu bringen, sondern um Mann und Frau äh, ein, ein gleichberechtigteres Gefühl zu geben, weil ja auch die Männer, wie wir immer mehr wissen, unter der Unterdrückung der Frau leiden. Ein weites Feld, das zu uns da öffnet. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Da ich Deswegen jetzt... mache ich jetzt einfach mal eine Brücke zurück zur, äh, zu Danke. unserer Karte die Welt. <laughs> Und äh, wechsle einfach mal die Darstellung, möchte aber, weil es in dieser Darstellung auch noch mal sichtbar ist, also ähm, auch noch mal sagen, was mir bei der Karte der Welten, jetzt schaut bitte mal eher auf Le Monde, auf meiner Seite, die der Marseillaiser Variante sehr ähnlich ist. Ähm, da, ich habe immer das Gefühl, es ist auch ein Portal. Also es ist ein, ein äh, wir haben diese vier Elemente, hier sehen wir übrigens ganz klar, das sahen wir vorhin schon mal eben diese vier Evangelisten-Symbole, die ja auch mit den vier Elementen korrespondieren können. Und dann ist dieser Kranz, der für mich auch so ein bisschen wie ein Portal ist oder wie ein Blick in eine neue Welt. Also man könnte jetzt, denk mal wieder an Christus in der Mandorla. Ja, ich hole das Bild noch mal kurz zurück. Christus schaut sozusagen aus der Mandorla auf die Welt. Er erscheint. Ich könnte aber auch eine Perspektive nehmen. Stellt euch mal vor, ihr seid im Mutterleib und ihr werdet geboren und ihr blickt hinaus und was seht ihr da? Die neue Welt. Und ich das ist das was ich eigentlich mit dieser Karte immer wieder gerne assoziiere. Die bekannte Welt, die bekannte Ordnung dargestellt durch die vier Elemente oder vier Evangelisten und nun öffnet sich am Ende der gesamten Reise eine neue Welt und dann Taucht uns schon wie aus einer anderen Sphäre entgegen jemand auf, der uns einlädt, in seine Welt zu kommen. Das ist jetzt so eine persönliche Assoziation von mir, aber vielleicht gibt es die ja auch bei anderen. Ja, es ist wirklich dieses, äh, diese Person, ob das nun ein Herm Hermaphrodit ist, ob das äh, Sophia ist, Christus oder eine Form der, 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 der Welt, äh, Frau Welt, sie steht genau in, in der Tür. Mhm, genau und er öffnet uns äh, feiert mit uns. hey, hast du gut gemacht. Äh, mhm. die, die, die welt kann zum beispiel für eine bestandene prüfung stehen. saturn. sie kann für ähm, eine hochzeit stehen. sie kann für äh, den, den, den glücklichen abschluss einer geschäftsvereinbarung äh, stehen. sie feiert das und dann wir kennen das alle aus spielfilmen. ja, der vorhang geht zu. Die, das paar knutscht sich. Ein Jahr später kommt die Fortsetzung heraus mit großem Streit. Ähm, dann geht es halt weiter. Aber also es ist jetzt erstmal ein Hurra-Abschluss, lasst uns feiern. Und danach, wenn ihr ein Tarotdeck kauft, liegt ja nicht äh, der nach vorne, mhm. äh, wenn ihr die Karte das Spiel öffnet, sondern er liegt immer hinter der Welt. Mhm. Danach beginnt halt der Abstieg wieder. In mhm. die Welt, in neue Erfahrungen. Also eine neue Reise beginnt, könnte man sagen. Genau. Auf, einem, auf einem nächsten Level, eine neue Dimension ist erreicht. Ja, ähm, ja interessant. Und auf der Seite von dir, das ist, ähm, denke ich, ähm, zumindest ein Visconti-Derivat, wenn es nicht Visconti ist. Ähm, äh, da sehen wir es ein bisschen anders dargestellt. Ich finde aber auch sehr schön, Dort unten, ich habe lange Rätsel, sind das Fische, die da sind, oder sind das einfach Wasserwellen? Keine Ahnung. Und da sehen wir eben auch, es sollen Wasserwellen sein, also der Urozean, da haben wir dieses Bild des Universums, der, des Kosmos, des Weltraums, ähm, des Weltalls, das ja häufig mit Wasser in Verbindung gebracht wird. Also, und da kommen wir vielleicht sogar auf die biblische Konnotation, wo es ja am Anfang heißt, ähm, der geist gottes schwebte über den wassern hier und, und in dies und, und das ist sozusagen der moment der schöpfung und den, den sehen wir meines erachtens dargestellt in diesem grünen kreis grün wohl für entstehung natürlich auch in der Chakren leere herzensenergie aber hier eher wahrscheinlich fruchtbarkeit entstehung da drin entsteht die welt und darüber sehen wir dann diese frau in ihrem roten kleid Finde ich ein sehr eindrückliches Bild. Sie hält zwei Gegenstände in der Hand. Auch das finde ich interessant. Einen Stab oder etwas Flamm oder ein, ein Fackelartiges und etwas rundes Büchsenartiges. Das findet man im marseilleser Tarot ebenfalls. Mhm. Und Stab und Büchse könnte man natürlich jetzt ganz einfach als männlich und weiblich interpretieren. Genau. Also dieses ist. Thema ist immer wieder da. Und auch... Also innen drin haben wir ja quasi wirklich der 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 Kosmos, der jetzt eingegrenzt wird, das Chaos, das eingegrenzt wird. Also auch das hat diese saturnische Qualität. Mhm. Wir fangen. Wir können das auch äh, als als äh, Tierkreis sehen. Diese Mandorla, mhm. in der wir jetzt einen Lebensraum erhalten. Dafür machst du vielleicht noch mal die Karten von Wade und äh, Crawley, damit man das äh, besser sehen kann. Ich weiß nicht, was du als. Ja, genau. Ähm, also, zum einen haben wir hier die, die Crawley-Variante, die, wie schon irgendjemand richtig gesagt hat, nein, du warst das, glaube ich, Universum heißt. Und da sehen wir natürlich auch wieder die vier Elemente. Wir sehen diese Mandorla-Vulva sehr stark ausgeprägt. Und wir sehen hier eine, eine Sternenfrau, die mit einer Schlange Tanzt, ja, also das wird gerne mit dem scharlach äh, in Verbindung gebracht, dass das Crawley ja sehr gehypt hat, sage ich jetzt mal, aber ja. auch mit einem, dem Lilith-Aspekt. Hier wird nicht das Männliche so sehr betont, aber dass die weiblichen Anteile, die von der Gesellschaft äh, abgestoßen werden, integriert werden, eben die Verführerin, die Schlange, die, die sch dunkle Frau, die Dämonen, äh, das wird hier Erlöst sozusagen in dieser Karte. Da gibt es noch viel mehr drüber zu sagen, aber fassen wir uns kurz. Während wir bei ähm, Wade Smith eine klare Anspielung auf das Marseilla-Deck haben, auch wieder die hermaphroditische Gestalt. Es wird gemunkelt, dass die Frau, die dort abgebildet ist, Florence Farr sein soll. Denn Pamela Common Smith äh, war wahrscheinlich äh, lesbisch, das wissen wir nicht ganz so genau. Und sie hatte auch gerne ihre. Ähm, Frauen reingemalt, die sie ganz toll fand in die unterschiedlichen, ähm, in die unterschiedlichen Karten. Und äh, wir haben hier diese, ähm, diesen Kranz so dargestellt, finde ich, dass man ihn sich gut als Tierkreis vorstellen kann. Also, die steht quasi auf ihrem IC, die äh, Frau, richtet sich hoch zum MC und sie hat ja zwei Stäbe mhm. jetzt in der Hand. Mhm. Und die kennen wir schon vom Magier vor allem her. Da hat der Magier diesen einen Stab in der Hand. Sie hat jetzt zwei, ist ganz gleichmäßig ausgerichtet und richtet diese beiden Stäbe Richtung ähm, äh, AC und DC. Also sie hat alle vier Achsen ihres Horoskopes ausgelebt und diese, diese Verbindung männlich-weiblich ist auch gegeben. Mhm. Also und du nachher... meinst Aszendent und Deszendent nur zur Übersetzung, was AC und DC ist. Genau, entschuldige. Nicht ja. Gleichstrom, äh, Wechselstrom. ACDC. <laughs> AC ja, genau. <lacht> <lacht> Rocket, und, kann ich dann nur sagen. Meine Finger auch ACDC ist alles gut <laughs> mit dieser Karte. Also, ähm, das ist nochmal so eine Komponente, die dann wieder an die Sonne anschließt. Ich habe jetzt wirklich alles ausgelebt hier, äh, was das Thema betrifft. Und jetzt muss was Neues kommen. Mhm. Ich finde interessant, dass mit den zwei Stäben. Finde ich interessant, muss ich nochmal drüber nachdenken. Betont natürlich dadurch auch, dass wir es hier wahrscheinlich nicht mit einem hermaphroditen Aphroditen zu tun haben, sondern eher mit einer Frau, die in den Mittelpunkt gestellt wird. Das war ja bei den älteren Varianten, konnte man drüber nachdenken. Auch bei Crawley ist es ziemlich deutlich eine Frau, würde ich mal sagen. Was mir bei Crawley übrigens sehr gut gefällt, ist die Darstellung der vier Evangelisten oder dieser Symbole. Dafür, die sie werden so als Winde dargestellt und geflügelt. Also auch äh, durchaus eher so dunkel irdisch, was Festes. Aber dadurch, dass sie so pusten, also ich, ich muss immer an so Darstellungen von Winden denken, äh, könnte natürlich auch Wasserschwall sein. Aber es ist, es, es kommt eine wahnsinnige Dynamik rein. Während sie noch bei Wade Smith, finde ich, ziemlich belanglos so in ihren Wolken rumhängen. Ja. ja, also da möchte ich gerne noch mal an Charlie andocken und mhm. ihren äh, Vergleich mit dem fünften Element mit dem Film von Luc Besson. Ich hoffe, mhm. ihr kennt ihn alle. Ähm, und da ist es ja so, dass äh, wie heißt die Schauspielerin Mina Janowitz? Nein, wie heißt sie denn? Oh. Mila Jovovic. Danke, danke. <laughs> sie wird ja da so hingelegt in dieser Pyramide, glaube ich, ist es. Und dann mhm. wird, explodiert sie so hoch, ne? wie wir das ja in deiner Würfel 5 gesehen haben. Und die, alles wird wach um sie herum. Mhm. Und äh, das sehen wir sowohl in der Crawley- als auch in der Wade-Interpretation. Bei Crawley muss man sich dazu den Hierophanten ansehen. Genau, wo wir ja vier Elemente als Masken dargestellt haben, nicht lebendig. Und bei Wade muss man sich dazu das Rad des Schicksals ansehen, mhm. wo wir diese vier Elemente auch sitzen haben, aber sehr abstrakt und so mit Büchern nach dem Motto, studier uns mal, mach uns mal lebendig. Mhm. Interessant. Ähm, ja, ich finde, das sind also so gesehen ist. Die, ist die karte die welt in einem maße vielschichtig weil sie so viele elemente aus vorangehenden karten noch mal aufgreift und im grunde genommen genau dann das tut was sie auch sagt sie vollendet etwas und sie erklärt vieles oder sie setzt vieles fort was vorher nur angedacht war ja. Kannst du mir, ich weiß nicht, ob du das weißt, Kirsten, dieses seltsame Gebilde hinter der kräuleanischen Frau. Angehört. Nein, ich hätte mir so gewünscht, dass du es nicht sagst. <laughs> Dann lassen wir das. Es bleibt Danke. für mich immer ein Mysterium. Ich <laughs> aber ich, ich, äh, wir gehen auf deinen Wunsch ein. Ich habe Danke. es nie gesagt. Ähm, und die Leute werden jetzt alle rätseln und Amor glauben. <laughs> Aber auch das gehört dazu. Wir, wir wollen ja unser Pulver auch noch nicht ganz verschießen, liebe Kirsten. Genau. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mein Pascal regt hier gerade an, dass wir mal eine Serie über die verschiedenen Geheimbünde machen sollen. Lieber Pascal, das ist eine, einer meiner größten Wünsche, dass wir das mal tun. Und die Kirsten und ich haben etwas in dieser Art ja auch schon mal angedacht. Und wir wollen ja nicht untätig sein im Jahr 2022 und haben deswegen schon einiges auf der Pfanne. Ähm, wir müssen die Pfanne nur noch anschalten. Ja die Welt ist keine Fortsetzung Herzensmensch, sondern eine ähm, ähm, sondern eine ein Stillstand. Mhm. Mhm. und dann geht es auf einer anderen Ebene weiter. Und auch wenn Anna und Monika hier fleißig Zunder geben, ich äußere mich nicht so. <laughs> Es, es bleibt erstmal ein Mysterium. Und ich finde, es darf auch mal was geheimnisvoll bleiben. Das finde ich gut so, Jala. Es ist ein Punkt und danach geht's weiter. Das ist eine schöne Beschreibung. Kommen wir zu ein paar Beispielen modernerer Tarotdecks, die die Welt auch zum Teil anders, ähm, anders darstellen, aber doch, wie ich finde, das, was wir jetzt geschrieben haben, immer wieder auch aufgreifen, einfach nur anders betonen. Hier Robert M. Place natürlich mit seinen alchemistischen Anspielungen. Er sagt ganz genau das, was ähm, dieses Quinkungsmuster, diese Würfel fünf, äh, auch ausmacht. Das ist sozusagen hier, das re er reduziert sie förmlich in der auf der Kirsten der zugewandten Seite auf den Lapis Philosophorum, den Stein der Weisen, der in der Mitte entsteht, hier als ein Herz mit Gesicht dargestellt. Und drumherum die Elemente und dann der Kreis wird zum Uroboros. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel dazu sagen, außer dass das diese Quinkungsthematik ist ähm, und die Quinta Essentia verkörpert. Genau. In dem, wie heißt das, Azriel tarot ist das? Also äh, Reziel, das Raziel. Ist das das? Genau, da sehen wir halt genau diese Verbindung von Mann und Frau. Nochmal eine Referenz, dass die Welt auch was mit dem der Rückführung in einen paradiesischen Zustand zu tun hat, in der halt Mann und Frau äh, gleichermaßen gleichberechtigt miteinander verbunden sind, nachdem wir durch Höhen und Tiefen des materiellen Lebens gegangen sind. Und interessant ist auch, was sie da in der Hand hält. Ist, ist das ein Flügel? Ich habe keine Ahnung, das kann man irgendwie schwer erkennen. Und sie stehen in so einem Lorbeerkranz. Ne? Also die sind ja. jetzt nicht mehr in, also oder so zwei Lorbeerzweige, die zu einer Mandorla sich formen, der nach oben aber auch offen ist. Also er bringt schon noch eine andere Komponente mit rein. Vielleicht eher eine spirituelle Komponente. Und auch hell-dunkel ist natürlich hier dargestellt in den beiden Menschen. Er ja, ist nach oben offen, so als würden sie gleich nach oben gebeamt werden. Ne? Mhm. Sie haben es jetzt äh, geschafft sozusagen. Äh, können jetzt äh, eingehen wieder in den, in den Kosmos. Mhm, ja. Also es wird, das ist ja auch der, der Tanz des Kosmos, der gerne dargestellt wird mhm. in dieser Karte. Wir haben über Tanzen heute schon geredet, ne? ähm, Eine Leichtigkeit, die hier ausgedrückt wird, sehr schön. Mhm. Wobei ich unter nicht finde, dass die beiden tanzen, die schauen eher so wie es Schwalball, wenn es blitzt. Ja, ich war jetzt dadurch, dass sie da hochgegangen sind und dann tanzen. Ja, sie. Genau. Ja, kommen wir. Ich habe noch mal eine von Robert M. Place, die noch mal den alchemistischen Aspekt der Welt noch mal, noch mal deutlicher macht. Wieder der Ouroboros, das Herz in der Mitte. Aber wir sehen eben auch jetzt die Frau in der Mitte. Ähm, hier ziemlich eindeutig eine Frau, aber sie trägt zwei Elemente. Sie trägt wohl eine Rose oder einen Rosenzweig in der Hand und dann den Kaduceus des Hermes. Und ähm, also da könnte man jetzt noch viel sagen, oben seht ihr die fünfblättrige Rose, auch der Anspielung wieder auf die Zahl 5. Ähm, das kann man einfach mal so stehen lassen, wie ich finde. Es ist eine Vertiefung dessen, was er eigentlich schöner und vereinfachter in der Karte Lapis Philosophorum dargestellt hat. Ähm, Interessant. Entschuldige, Herzensmensch sagt, dass die Welt ja immer sich dreht. Das ist nochmal wichtig, dass die Welt, so wie es hier dargestellt wird, eigentlich besser Universum heißt, so wie Crawley die Karte nennt. Es geht nicht um unsere Erde. Nicht um den Globus, genau. Genau. No. Und übrigens auch hier gilt von unserer Wahrnehmung aus ist, steht die Welt still. Dass der Globus sich dreht, ist nicht das ursprüngliche Empfinden, sondern wir stehen still und der Himmel dreht sich um uns herum. Ja, also ja. das ist nochmal ein anderer Aspekt. Und ja. Die Welt jetzt hier im, im Röhricht-Tarot, das musst du natürlich jetzt erklären als Expertin für dieses Tarot. Ja, also ich mag die Karte sehr. Martina hatte da ja auch schon darauf hingewiesen, dass sie die schön findet. Sie spielt auf Crawley natürlich an. Wir sehen wieder die Frau und die Schlange. Wir sehen Ketten, die zerbrechen. So also eine Befreiung. Und was ich total toll an dieser Karte finde, ist, wie diese Frau schon halb im Universum aufgelöst ist. Mhm. Also ihr Kleid, was sie trägt, ist ja, da sieht man ja, dass es nicht mehr vorhanden ist. Und es ist so wirklich dieser Zustand, den ich für diese Karte perfekt finde. Es ist abgeschlossen und jetzt kann es sich auflösen. Denken wir an Patrick Swayze in Ghost. Ja, er hat alles erledigt und jetzt löst er sich langsam auf und Demi weint ein bisschen. <laughs> aber es ist halt durch und er hat jetzt seinen Frieden gefunden. So. Also bei Patrick Swayze denke ich eher an Flashdance. Der hat doch mit Flashdance nichts zu tun. Nichts. Oder wie heißt der andere Tanzfilm? Der hat doch aus einen Tanzfilm gemacht. Ja, ja, Dirty Dancing. Dirty Dancing, genau. Passt auch zur Welt. Ja, hm, naja. Du siehst, ich kenne mich wieder mal perfekt aus. Ja, ich bin total beeindruckt. <laughs> Gut, also ich finde auch die Farbe ist natürlich äh, sehr, sehr dunkel. Äh, es ist sehr Indigo, würde man sagen. Nachthimmel, da fließt alles ineinander über. Finde ich auch eine sehr schöne Karte. Man muss dazu immer sagen, ich stolpere ein bisschen beim röhrichter, tarot das ich aber auch sehr schätzen gelernt habe jetzt, auch dank deiner ähm, tatkräftigen Unterstützung und deiner. De, ähm, das hat so diesen 80er-Jahre-Touch noch und irgendwie über den stolper ich immer wieder mal. Aber meine Güte, wir sind ja alle Kinder der 80er-Jahre, also zumindest. Eben. Wir dürfen also wir das. beide jedenfalls. <laughs> Ich habe hier nochmal zwei weitere modernere Decks gemacht äh, mitgebracht. Und zwar aus dem Wild and Unknown Tarot, auf deiner Seite die Welt. Ähm, und auf der anderen Seite aus dem Deck von Lisa Stirl, von dem wir ja immer wieder auch ähm, mal was gezeigt haben. Das Wild and Unknown hat mir deshalb gut gefallen, weil es sehr abstrakt ist. Also wir sehen hier gar keine menschliche Darstellung mehr, sondern wir sehen einfach nur den Kreis und diese Farben drumherum erinnern mich ein bisschen an den goetheanischen Farbkreis. Ähm, ja, also ich kann mit dem Wild and Unknown Tarot Ta Ta Deck ansonsten nicht so viel anfangen, muss ich sagen, aber es ist ähm, es ist in diesem Fall, es ist ja auch, glaube ich, das Titelblatt, das man auf dem Deck sehen kann, finde ich sehr schön, weil es so was Abschließendes auch hat. Ja, ja ich finde es auch ganz toll dargestellt und äh es ist ja vielleicht auch in heutigen Zeiten gut, eine abstraktere Form für dieses Thema zu finden. Mhm. Jetzt das lisa stirl deck ähm, ist jetzt nicht so mein Favorit, weil ich gerade da, das, was du eingangs gesagt hast, finde, für ein Transgender-Deck, äh, hätte ich mir jetzt irgendwie was Revolutionäreres äh, hier gewünscht mhm. für die Welt, als eigentlich eine ziemlich genaue Kopie äh, der Weltkarte. Ja, man hätte äh, tatsächlich ja hier die Gelegenheit gehabt. Ne? Also, mhm. das äh, und vor allen Dingen, gut, das Einzige, was sie jetzt gemacht hat, was ich wieder interessant finde, sie hat die astrologischen Symbole eingesetzt ja. ähm, anstelle der vier Evangelisten. Sie hat also diesen klerikalen Aspekt ganz rausgenommen und hat sozusagen den astrologischen Aspekt drinnen. Da wäre dann der Adler übrigens der Skorpion, nur noch mal zur Erinnerung. Ja. Und. Ähm, <laughs> Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Ähm, das wäre eine gute Chance gewesen, klar Thema Hermaphrodit, Androgyn, da mehr spielerisch zu werden. Ja, Charlie, das Deck von Lisa Stirl, was du hier siehst, das heißt Modern Witch Tarot, ist für die äh, queere Transgender-Szene gedacht. Modern Witch Tarot, also, wir haben es öfters mal angesprochen in den Einzelnen und ähm, ist ein sehr beliebtes Deck. Ähm, war sehr erfolgreich, als es äh, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren rauskam. Ähm, hat richtig Furore gemacht und ähm, ähm, wir haben es öfters mal vorgestellt, auch gerade wenn es eben besonders war. Green Chakra, geh doch einfach mal auf den YouTube-Kanal der Mantika, da habe ich mehrere Unboxings. Äh, auch die all die Decks, die hier heute vorgestellt werden, so ziemlich. Und äh, da sind dann auch immer die Verlinkungen, wo du die Decks bekommst. Genau. Ähm, da war noch eine Frage wegen Heindel Tarot. Ähm, ja, ist auch ein sehr, sehr schönes Deck, ganz klar. Ähm, auch absolut äh, lohnend, sich das anzuschaffen. Ja, ich mag das Heindel auch sehr gern. Ja. So, äh, meine letzten beiden Karten ähm, habe ich aus einem Tarot Deck, das wir in der Geheimnisakademie öfters mal verwenden und zwar das Forest of Enchantment Tarot und da ich am Freitag mit der Christine zusammen über die Rune Algis und den Hirschen gesprochen habe dachte ich, es ist eine gute Reprise, das nochmal hier anzuwenden und habe mir erlaubt, die Narren und die Welt im Vergleich zu setzen und die Lunia Weatherstone, die dieses ähm, Deck geschaffen hat, die hat diesen Zusammenhang, finde ich, sehr schön dargestellt ähm, zwischen Narr und Welt. Es geht ja beim Forest of Enchantment Tarot, Zauberwald Tarot könnte man es frei übersetzen, darum, dass wir in einen Zauberwald geführt werden. Und da sehen wir beim Narren die Einladung, der weiße Hirsch, dieses mysteriöse Wesen, steht hier noch im Nebel, lädt uns ein, in den Zauberwald zu gehen, dort unsere Erfahrungen zu machen. Und dann sehen wir bei die Welt, Sehen wir denselben weißen Hirschen, aber wir gehen aus dem Wald raus in die Welt hinein, um mit diesen Erfahrungen wieder etwas Neues anzufangen. Also da ist Anfang und Ende, finde ich, sehr schön dargestellt. Und ich mag den weißen Hirschen als Symbol einfach sehr gerne. Wer sich dafür interessiert, schaut euch unsere Sendung vom Freitag an mit der Christine zum Thema Hirsch. Ja, liebe Kirsten, das ähm, waren meine Bilder. Und wir haben natürlich noch ein Rituell. Müssen wir, wir müssen natürlich noch die Karten sprechen lassen. Diejenigen, die unsere, ähm, die, die unsere äh, äh, Episoden fleißig verfolgen, wissen, dass wir am Schluss nochmal für euch orakeln. Und dies soll sozusagen unser Abschlussorakel sein für die gesamte Reihe, aber auch für die Welt. Und ihr dürft wieder wählen zwischen Christopher und Kirsten. Ihr dürft wählen zwischen männlich und weiblich, herrlich und, und ich würde sagen, ähm, diese Entscheidung überlasse ich euch. Ich werde, mit welchem Tarot -Deck werde ich denn liegen? Ach, du hast das. dir das noch nicht überlegt. Also ich nehme ähm, natürlich der, ähm, das, das Thema angemessen The Urban Tarot also das urbane weltliche tarot von robin scott mhm. dann bin ich ja diejenige der, die ich bin diejenige jawohl, also ich bin schon voll in der welt drin ähm, ich wähle das zauberwald tarot ich werde das forest of enchantment tarot nehmen also, also wir sind hier sehr urban, weltlich und sehr zauberisch. Unterwegs. Sehr ländlich, ja ja. ja, 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 geht ihr mal alle in euren Zauberwald. Geht nur mal in euren Zauberwald, Nilsen, <laughs> da ist es echt schön. Ja. <laughs> ja, ähm, dann. Zeige ich euch mal, was ich äh, euch für euch gezogen habe? Es passt eigentlich sehr gut zu den aktuellen Themen, die ähm, äh, draußen los sind. Ich habe den, äh, die Prinzessin der Schwerter gezogen. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen, äh, die auch den Untertitel Die Aktivistin oder der Aktivist trägt. Also es geht darum, in der kommenden Woche und vielleicht auch im Winter, wir werden ja sehen, was jetzt alles auf uns zukommt, nicht mit der eigenen Meinung hinterm Berg zu halten, sondern sich aktiv für die Dinge einzusetzen, die euch wichtig sind ähm, und zwar auch durchaus äh, kompromisslos. Ja, das ist, was ich zu dieser Karte zu sagen habe. Interessant. Ich habe hier die Weaver of Challenges, was der Königin der Schwerter entspricht, aus dem Zauberwald Tarot. Und wir sehen Verstand. hier... Prinzessin und Königin der Schwerter. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja, also ich finde es sehr spannend, weil wir hier eine Dame sehen, die ja so ein bisschen frostig dargestellt wird. Sie erinnert vielleicht ein bisschen an die Schneekönigin von Andersen. Mhm. Ähm, aber sie hat auch eine unheimliche Klarheit. Wir sehen hier kaum Grün auf dieser Farbe, was für das Zauberwalt-Tarot echt selten ist. Da ist ja viel, viel Grün. Aber hier sehen wir so im Hintergrund, na ja, das sind so vielleicht Winter, eine winterliche Landschaft. Ähm, und wir sehen Kristallinranken, die ähm, Ranken, die Dornenhecken hier. Ähm, also ist, wir, wir wissen nicht genau, ob diese Königin der Schwerter, äh, was für ein Gemüt sie hat. Auf alle Fälle sieht sie sehr entschlossen aus. Und äh, dieser Glitzer verrät uns auch, dass sie mit zauberischen Fähigkeiten begabt ist. Wir sehen hier an den Ranken noch die kleinen Rosen aufblühen. Ja, ich glaube, das sind so kleine Röschen, die da aufblühen. Vielleicht ist sie eine, die gerade darüber nachdenkt, ähm, ja, ähm, wie sie aus dieser Starre herauskommt. Vielleicht ist sie auch diejenige, die die Starre hervorruft. Ich denke. Kirsten, als Königin der Schwerter, äh, das ist vielleicht etwas, wo du vertrauter bist, damit, wenn man das jetzt mit dem herkömmlichen Tarot vergleicht. Ist sie eine äh, sehr entschlossene Frau, die, ähm, die über Entscheidungen herrscht? Also die, ja, einen Bezug die hat. Königin der Schwerter für eine geistige Klarheit und Entscheidungskraft. Ich finde sie hier wesentlich schöner dargestellt als im Wade oder äh, ja, im Crawley-Deck, weil sie halt nicht dieses äh, kastrierende Frauenthema hat, was ja mhm. gerne mit dieser Karte verbunden wird. Und äh, gekränkte Frau, Frau, die aus Hass äh, zuschlägt, wird ja oft bei dieser Karte gesagt. Und das ist hier einfach nur eine sehr schöne Darstellung einer, einer Frau, die ähm, ja ihren, ihren vielleicht kalt rüberkommt, aber eine Klarheit hat und äh, eine Konsequenz hat die und bereit ist, diese Konsequenz durchzuziehen, ähnlich wie die Prinzessin mhm. das später das hat. Und ich glaube, das ist was wir ähm, nicht nur persönlich brauchen, sondern äh, wenn ich kurz das mal sagen darf, wenn es um die Welt geht, auch jetzt endlich mal ähm, irgendwie in dem politischen gesellschaftlichen Geschehen brauchen Konsequenz mhm. wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Und es ist mir eigentlich vollkommen egal, was, aber ich habe dieses Rumgeeiere total satt. Kannst du noch mal deine Karte zeigen, Kirsten? Deine, nein. Wenn du sie schon wieder weggetan hast, schon wieder weggetan. Ja. Gut. Dann muss ich mir muss mir nachher noch mal anschauen. Ähm, ich ähm, ja, das könnt Sie natürlich auch jederzeit auch gerne. Wir sind damit. Auch hier ähm, ist sie noch mal. Da ist sie nochmal, Ja, ich wollte noch mal kurz gucken. Ja. Ja. Aha. Also es hat so ein yes. bisschen so einen Manga Stil, ne? Ja, 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 aber es ist es ist doch eine ähnliche hier ist noch bei, bei dir ist noch mehr Dynamik drin, also ja. die 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 Weaver of Challenges, die Königin der Schwerter ist eher eine 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 statische Figur. Also da passiert viel im Inneren, da sind die Prozesse im Inneren und das sieht man vielleicht auch an den Rosen, die da aufblühen. Es mag kalt um uns herum sein, aber etwas Neues entsteht gerade. Das ist vielleicht auch ja. so eine Botschaft. Und Klarheit ja. ist super wichtig. Ja. Ganz toll, vielen vielen Dank. auch die Karte, entschuldige, mhm. das ist die Karte, die ich für den die ähm, Mondeklipse gezogen habe. Clarity ah. war meine okay. Karte. Ähm, das ist was wir jetzt brauchen. Es ja. Karte, die Gefühle sind gerade uninteressant. Mhm. So, das sagt die, <laughs> sagt die Fische in euch. Sagt die Fische und schüttelt <laughs> den Kopf. Ich äh, würde mal sagen, ich kann mit Klarheit ganz gut. Ich bin ja auch Steinbock. Mhm und äh, deswegen gefällt mir die karte natürlich auch sehr gut und auch das thema wir sind liebe leute tatsächlich am ende unserer serie angekommen was bleibt übrig kirsten ich kann euch nur empfehlen zu sagen na ja dann fangt wieder von vorne an die aufzeichnungen stehen alle bereit <laughs> wir haben eine wirklich wunderschöne serie geschaffen liebe kirsten das möchte ich jetzt mal auch sagen ähm, auf die ich sehr stolz bin weil ich weiß nicht ob es in diesem Umfang und in diesem geballten Wissen, das wir zur Verfügung gestellt haben, irgendetwas Vergleichbares gerade gibt auf YouTube. Es ist äh, ein Kompendium, das ihr vielleicht so nur bekommen könntet, wenn ihr einen Tarot-Kurs besucht. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, Kirsten, und das wird es auch weiterhin, denn wir sind noch nicht am Ende. Ganz genau. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen bis Weihnachten uns natürlich ähm, mehr mit der Astrologie wieder beschäftigen. Das heißt, wir werden in den Sternenturm öfter mal gehen. Haben wir das auch schon alles geplant? Christopher hat mich auch netterweise in seine Raunächte inkorporiert. Also, das ist dann aber etwas, was ihr wahrscheinlich im, im Pay-Channel erlebt. <laughs> Schauen wir mal, wie ich, wie ich das organisiere, da bin ich noch dabei. Da gibt es dann im Laufe dieser Woche neueste Informationen. Aber wir haben auch etwas äh, vorbereitet, was mit Tarot noch zu tun hat im, zum Jahresende. Auch das wird Christopher sicher spannend enthüllen, wie ich ihn kenne. Und wenn ihr noch Inspiration nur aus Tarot-Sicht über die Rauhnächte haben wollt, dann könnt ihr über den Sender des Tarot-Verbandes äh, da den Rauhnächten was zu erfahren. Da ist Christopher auch involviert. Das ist eine Serie, die ich mache. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Und für nächstes Jahr werden wir dann auch sicher diese Serie ähm, weiterführen in der einen oder anderen Form. Es gab hier ja schon einige Vorschläge, was wir auch noch machen können. Ähm, ich bin sicher, uns geht der Stoff nicht aus. Liebe Ambaris, ähm, wenn du nichts über Astrologie weißt und es sich für dich kompliziert und verworren anhört, dann lass dich gerne eines Besseren belehren. Das, was wir über Astrologie machen, ist tatsächlich so, dass es auch für den Laien interessant ist und vor allen Dingen erkenntnisreich. Und wir stehen ja vor wichtigen Konstellationen im kommenden Jahr, die würden wir gerne aufdröseln. Ähm, und ähm, ja, wir haben aber auch für den ähm, Tarot, Kirsten hat es kurz angesprochen, Tarot Interessierten, haben wir auch ähm, eine, eine Miniserie, die wir jetzt im Dezember starten, wovon eines ähm, frei hier auf YouTube zur Verfügung steht und ähm, zwei werden sozusagen ähm, dann als Vorträge äh, zur Verfügung stehen, die ihr dann gerne buchen könnt. Da geht es auch um Tarot und es geht um... Das nächste Jahr. So viel darf ich schon mal verraten, Kirsten, oder wollen wir gleich sagen, worum es geht? Kann man ja eigentlich schon sagen, oder? Nee, kann man nicht sagen. Also lasst euch überraschen: in dieser Woche gibt es noch ein paar Ankündigungen, die euch durch den Winter bringen in der Geheimnisakademie. Und äh, da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Und wenn ihr in der kommenden Woche ähm, gerne schon ein bisschen Vorgeschmack auf die Rauhnächte habt, wir haben ja bald den, die Katharinennacht. Und in der ähm, Katharinen-Nacht, da werde ich hier ein Special machen zur Bedeutung der heiligen Katharina. Und äh, das wird sehr umfangreich werden. Aber da freue ich mich schon drauf. Ähm, das ist die Nacht auf den 25. November. Genau. Und in dem Sinne, liebe Kirsten, haben wir jetzt ein paar Dinge schon verraten und andere enthüllen sich noch. Ich habe hier einen wunderschönen blauen Himmel über München, der lädt mich natürlich jetzt ein, sofort hinauszugehen. Ja, vielleicht noch nicht gleich sofort. Ich sollte mir da noch überlegen, in welchem Zustand ich dann bin. Ähm, aber, äh, liebe Kirsten, was wirst du jetzt noch tun? Gibt's, gibt's dich heute noch mal zu sehen? Ja. <laughs> ich habe gerade überlegt, was ich alles tun muss heute. Ähm, Achte dieses bisschen. Um 19 Uhr werde ich mit äh, OE heute nochmal das Wochentaroskop machen für die anstehende Woche auf dem Kanal der Mantika. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Ich werde heute einfach mal stille sein und äh, vielleicht dir lauschen dann später dann sehen wir uns später auf eurem Kanal wieder das ist das schöne hier wir haben einfach viele viele Wohnzimmer in denen wir zu Hause sein dürfen ja, ja. wir leben halt in einer parallelen Welt ja die Welten hier kommen die Welten zusammen das beste <laughs> aus allen Welten das war unsere Reihe Tarotgarten die großen arkana Bald wieder Neues kommt und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen herrlichen Sonntag und dir, liebe Kirsten, auch nochmal vielen Dank. Danke dir.